Das Weihnachtsfest wirft seine Freuden voraus. Freude auch für die, die schenken wollen. Wie hier die Schülerinnen der gewerblichen Berufsfachschule des Lettevereins, die ihre Freizeit opfern, um ein ganzes Waisenhaus bescheren zu können. Emsige Hände stricken Pullover, nähen Mäntel, Kleider und Anzüge für die 20 Waisenkinder im Alter von 2 bis 5 Jahren. Stoffe und Zutaten wurden von Berliner Schneiderfirmen gespendet, aber auch die Schülerinnen selbst haben ihr Schärflein dazu beigetragen. Einige der Schülerinnen brachten ihre kleinen Geschwister mit, um ihre Arbeiten bei lebenden Modellen anprobieren zu können. Doch nicht nur praktische Dinge sollen den Kindern des Waisenhauses auf den Gabentisch gelegt werden. Auch Puppen sollen kleine Mädchenherzen erfreuen und dazu gehören selbstverständlich auch Puppenkleider. Angelika fühlt sich offensichtlich als Modell nicht ausreichend beschäftigt. Grund genug, die fleißigen Lette-Schülerinnen auf ihre Art zu unterhalten. Hänsel und Gretel verliebten sich im Wald. War ja so finster und auch so bitterkalt. Mag der Herr wohl in diesem Hause sein? Schaut, ne alte Hexe raus, lock! Kinder, Pfeffer, Kuh, Haus. War ja so finster und auch so bitterkalt. Da kamen sie an ein Häuschen mit Pfeffer, Kuh und Pfeil. Nein, gehen die Kinder nach Haus, das Märchen von Hans und Gretel aus. Ähnlich geht es in einer Konditorei in Spandau zu. Hier sind Heinzelmännchen am Werk. Ihre Werkstatt ist eine Backstube, wo sich 3 Käsehochs beim Adventgebäck betätigen. Wenn auch der Eifer der Knirpse die Sachkenntnis überwiegt, Hauptsache es macht Spaß. Und mehr noch, man vollbringt eine gute Tat, denn das Pfefferkuchenhaus ist für eine bedürftige Spandauer Familie bestimmt. Probieren geht über Studieren und bitte sehr, das hat mit Naschen nichts zu tun. Man hat also seine eigene Auffassung von der Zubereitung. Mal sehen, ob das Werk gelungen ist. Na, was sagen Sie nun? Ist das etwa nichts? Zu schön eigentlich, um es zu verschenken. Doch solche Gedanken, die in kindlichen Köpfen nicht gerade Seltenheitswert haben, werden hier in der Werkstatt des Christkindes sofort verworfen. Schließlich ist man ja Gehilfe des Weihnachtsmannes.